Hallo zusammen, heute machen wir diesen Crispy Fried Chicken. Und das ist so einfach, es ist mir fast schon peinlich. Wir starten unser heutiges Video mit einem Klassiker der deutschen Küchenausrüstung. In diese designschöne Schüssel füllen wir 0,5 Liter Buttermilch, 1 Esslöffel Pfeffer, 1 Esslöffel Salz, 2 bis 3 Esslöffel Paprikapulver, ruhig ordentlich und einen Teelöffel Cayennepfeffer. Das Ganze verrühren wir, bis wir eine gleichmäßige Verteilung und Auflösung von den Gewürzen haben. Jetzt brauchen wir Hühnchenbrüste. Die schneiden wir im Schmetterlingsschnitt auf. Damit sollten beide Teile ungefähr die gleiche Größe haben. Jetzt nehmen wir einen Fleischklopfer und plattieren das Ganze etwas, dass es gleich dick ist. Ruhig ein bisschen von beiden Seiten, aber nicht zu kräftig. Soll nicht komplett dünn werden, sondern nur etwas gleichmäßiger. Das Ganze wiederholen wir mit weiteren Hühnerbrüsten. Dieses Rezept kann man auch sehr gut mit Pollo Fino, also ausgelöster Hähnchenkeule, machen, ist aber nicht das absolute Muss. Ich finde, das funktioniert auch mit Hähnchenbrust sehr, sehr gut. Oder Hühnerbrüsten, wie auch immer. Auch diese plattiert und das Ganze wiederholen wir mit weiteren Hähnchenbrüsten. Aber ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Jetzt geben wir genau eben diese Stücke in unsere Buttermilch-Gewürzmischung. In die 0,5 Liter geht einiges rein. Ich denke, dass ich am Ende 4 oder 5 von den Hühnerbrüsten insgesamt hier verarbeitet habe. Also 10 von diesen Stücken. Am besten wird das Ganze, wenn wir diese Masse nun circa 2 Tage im Kühlschrank durchziehen lassen. Es funktioniert sicher auch etwas früher, aber das Fleisch wird wirklich sehr, sehr zart und der Aufwand und die Wartezeit lohnt sich wirklich. Wenn ich Crispy Fried Chicken esse, mag ich Soßen, die auf Mayo-Basis sind. Deshalb nehme ich jetzt Mayonnaise und vermenge das mit einem Teelöffel Knoblauch und Zwiebelpulver. Das ist ganz einfach, aber sehr effektiv. Dies erinnert dann am Ende so an eine Kreuzung aus McChicken-Soße und Aioli. Die genauen Mengenangaben für das heutige Rezept gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Der Mayo schadet es jetzt nicht, wenn sie noch eine Stunde im Kühlschrank durchzieht. Im Gegensatz zu vielen anderen Fried Chicken Rezepten ist das hier heute keine Panade mit Semmelbröseln oder Paniermehl. Wir benötigen lediglich ganz normales Mehl und Barbecue Rub. Da kann man ruhig ordentlich was dazu mischen. Das gibt auf jeden Fall einen guten Geschmack und eine schöne Farbe in der Kruste. Hier ist natürlich erlaubt, was gefällt. Ihr könnt auch nochmal die gleiche Menge an Gewürzen, also Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Cayennepfeffer nehmen, wie wir sie unter die Buttermilchmasse gerührt haben. Das würde auch funktionieren. Jetzt, der Rest ist wirklich denkbar einfach. Wir nehmen einfach unsere Hähnchenbrüste, die wirklich sehr, sehr schön eingelegt sind, und ziehen die einmal durch das Mehl. Anschließend werden die Stücke einfach so frittiert. Bis vor kurzem hatte ich ja noch einen Gasgrill, der ist jetzt ausgezogen. Dort habe ich sehr viel auf dem Seitenkochfeld frittiert. Ich bin dann im Ersatz dazu übergegangen und habe mir eine ordentliche Fritteuse gegönnt. Das lohnt sich. Die verlinke ich euch mal unten drunter für den Fall, dass ihr euch das mal reinschauen wollt. Die hat ein super Reinigungssystem und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und sie kann sich sehr gut von der Temperatur her einstellen lassen. Jetzt frittieren wir unsere Hähnchensteaks in der Fritteuse bei 180 Grad für circa 8 Minuten. Und das Ergebnis ist wirklich ein absoluter Traum. Das ist so knusprig und trotzdem ist das Hähnchenfleisch innen drin butterzart und hat einen sehr, sehr guten, würzigen Geschmack. Das Ganze wiederhole ich dann, bis ich alle meine Hähnchensteaks durchfrittiert habe. Und wenn dann alle Hähnchen fertig frittiert sind, dann können wir uns um das Zusammenbauen von unserem Burger kümmern. Hier habe ich hier ein Briochebrötchen, einen Löffel von unserer herrlichen Knoblauchmayo. Für die Frische ein Blatt Salat und eine Scheibe Tomate, dann eine Scheibe von dem herrlichen Hähnchen. Ich habe auch noch etwas Soße auf den Deckel von dem Brötchen geschmiert und fertig ist ein unglaublich simpler, aber unglaublich leckerer Crispy Chicken Burger. Und wieder mal frei nach dem Motto, gute Sachen müssen nicht kompliziert sein. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch probieren. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, ihr wisst, das wäre es schön, wenn ihr das nachholen könntet. Würde mich extrem freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.